So, hey Leute, Wolfgang hier. Ich mache mich jetzt mal auf dem Weg zum Web-Meetup, zur T3C, also Typo 3 User Bodensee oder Web-Meetup. Heute sind wir in Kreuzlingen, das ist in der Schweiz, auf der anderen Seite vom Bodensee. Und ich nehme euch heute einfach mal mit und versuche das Ganze ein bisschen auf Video festzuhalten. Bleibt dran! Ich bin jetzt gerade auf der Fähre hier von Meersburg nach Konstanz rüber, also Konstanz. Von da geht es dann weiter nach Kreuzlingen, wo unser Treffen heute ist. Wir haben heute ein paar interessante Themen auf dem Schirm. Es geht um die REST-API, da ich glaube der Jan Kiesewetter was drüber erzählen. Ne, stimmt gar nicht, das macht von Consolid einer, sorry. Der Jan wollte was über PHP Storm erzählen, beziehungsweise eine Art Selbsthilfegruppe aufmachen. Erfahrungsaustausch, wer konfiguriert PHP Storm, nutzt es wie und so weiter. Ja, das könnte sicher ganz interessant werden. Eventuell, wenn noch Zeit ist, schauen wir uns vielleicht noch diese Yoast Extension von oder für Typo 3 an, vielleicht sogar im Vergleich mit dem WordPress Plugin, was auch nicht so übel ist. Und da wird es auch im nächsten Monat auf der User Group was Besonderes geben, und zwar einer der Entwickler dieser Yoast Extension wird uns Livestream irgendwie zugeschaltet, über Slack oder so, müssen wir mal gucken, wie wir das dann technisch umsetzen, und wird da auch uns was erzählen. Und ja, bin ich mal gespannt. Bin auch mal gespannt, wie viele Leute heute kommen. Kreuzlingen ist eigentlich immer recht gut besucht. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall ein paar Aufnahmen noch machen. So, angekommen in Kreuzlingen, jetzt gehen wir rüber zu Consolid. Bin ein bisschen früh dran, aber was soll's. Auf die Fähre, dann geht es rüber nach Meersburg und von da aus dann nach Hause. War ein ziemlich interessanter Abend. Waren 9 Leute heute, war ganz okay. Ein paar sind nicht gekommen, die sich angemeldet hatten aus Krankheitsgründen, was auch immer. Aber war okay. Und nächsten Monat dann in Wangen bei CompuArt. Da haben wir dann eben eine Live-Schalte von dem Yoast Extension Entwickler oder eigener Entwickler. Das wird sehr entspannt. Schauen wir mal. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch oder über einen Kommentar. Gebt mir einfach Feedback, und wenn ihr öfter solche Videos sehen wollt, die dann vielleicht auch ein bisschen länger sind wie das hier, weil heute Abend war jetzt nicht so viel los, dann schreibt es einfach unter das Video in die Kommentare, und dann schaue ich mal, was ich da machen kann. Vielleicht kann man da noch mehr machen in Zukunft. Bis dann.